Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rookie Racing Sport. Heute befinde ich mich mal nicht vor meinem Bluescreen, sondern wie man sieht in der Natur. Wir sind nämlich am Bodensee und machen mal Urlaub von der Playstation, das heißt vom Rennfahrersitz. Aber nichtsdestotrotz ist die Rennleitung natürlich in den heißen Vorbereitungen für die zweite Saison, die in ein paar Wochen schon starten wird. Und die gute Nachricht vorab: Yes, wir sind voll. Wir haben es geschafft, mehr Anmeldungen bisher zu bekommen, als wir Plätze frei haben. Das heißt, 32 Plätze in zwei Lobbys sind voll. Und ich bin total begeistert und ich sage allen Leuten super vielen Dank für das Engagement. Und auch unsere Facebook-Gruppe, die hat mittlerweile deutlich mehr als 60 Mitglieder. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Und es macht einfach Freude zu sehen, wie unsere Community wächst. Und das sind die Themen, über die wir in der zweiten Ausgabe von Rookie Racing Sport berichten werden. Wir schauen uns die Rennstrecke an, wo die zwei Qualifikationsveranstaltungen jeweils am Mittwoch, den 5. September und den 12. September stattfinden. Ihr wisst, für die Teamwertung und natürlich, wer fährt in Lobby 1 und wer fährt in Lobby 2. Dann war die Rennleitung mal in der Eifel gewesen, genauer genommen am Nürburgring bei den ADAC GT Masters Anfang August. Und wir berichten darüber, dass wir in Zukunft deutlich mehr streamen werden auf YouTube. Und zwar nicht nur ein Stream werden wir machen, sondern mindestens zwei Streams werden wir machen, da wir auch zwei Lobbys haben. Und wir werden einfach mal schauen, wie wir das am besten machen, sodass ihr uns natürlich aus vielen Cockpit-Perspektiven immer wieder finden werdet, wenn die Rennen am Mittwoch stattfinden. Die Rennleitung hat entschieden und hat eine Strecke ausgewählt, um unsere zwei Qualifikationsveranstaltungen durchzuführen. Im Vorfeld wurde ja auf Facebook und in der WhatsApp-Gruppe einige schon diskutiert, welche Rennstrecke auf keinen Fall drangenommen werden soll, zum Beispiel der Red Bull Ring. Die Rennleitung hat sich das alles in Ruhe durchgelesen, hat einfach mit einigen Rennfahrern gesprochen und hat sich eine eigene Meinung gebildet und die Rennstrecke steht fest. Welches ist? Trommelwirbel, Spannung. Wir fahren nach Spanien. Es ist Barcelona. Und zwar haben wir die Moto-Strecke ausgewählt, die wir nutzen werden, um die Einteilung in die jeweiligen Lobbys zu machen und natürlich die Teambildung festzulegen. Was die Rennstrecke bietet, wie sie aussieht und wie sie mit unserem ausgewählten Rennfahrzeug, dem BMW 235i Racing, zu fahren ist, das schauen wir uns in dem kleinen Bericht an. Viel Spaß damit! Die Barcelona-Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunya wurde im September 1991 eingeweiht. Just zwei Wochen vor dem ersten Formel-1-Rennen auf dieser Rennstrecke. Der zu der Kleingemeinde Montmeló gehörende Circuit de Barcelona-Catalunya, manchmal auch Katalonienring genannt, liegt ca. 20 Minuten von Barcelona entfernt und ist ein Musterbeispiel einer modernen und gut konzipierten Rennstrecke. Die bei den Fahrern sehr beliebte Rennstrecke darf mit Stolz auf das Privileg hinweisen, dass der Große Preis von Spanien seit der Eröffnung 1991 ununterbrochen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya durchgeführt wurde. Diese katalanische Rennstrecke ist ein moderner, permanenter Straßenrundkurs, welcher im Laufe der Jahre mehrmals leicht umgebaut und modernisiert wurde. Heutzutage hat die Strecke eine Gesamtlänge von 4,655 Kilometer. Die Länge der Boxengasse beträgt 340,7 Meter und die Startzielgerade hat eine Länge von über einem Kilometer. Die Formel-1-Strecke hat insgesamt 9 Rechts- und 7 Linkskurven, darunter drei herrliche langgezogene Hochgeschwindigkeitskurven, welche die Reifen stark beanspruchen und Formel-1-Boliden mit der besten Aerodynamik bevorteilen. Am Ende der zwei Geraden befinden sich die extremen Bremszonen, wo die Formel-1-Autos vom sechsten Gang in den zweiten Gang runterschalten. Beim Motorradrennen ist die Strecke im Motodrom leicht verschieden von der Formel 1. Unter anderem wird die Schikane auf der ehemaligen Streckenführung umfahren, sodass bei einem Moto-Grand Prix-Rennen 8 Rechts- und 5 Linkskurven gefahren werden. Durch die weitläufigen und geräumigen Sicherheitsauslauf- und Pufferzonen gehört die Barcelona-Rennstrecke zu den sichersten Rennstrecken der FIA Formel 1-Weltmeisterschaft und zählt bei den meisten Formel 1 und Motorradteams zu einer der gefragtesten Teststrecken überhaupt. Nicht zuletzt wegen den milden Temperaturen im Winter und Frühjahr und der idealen geografischen Lage innerhalb Europas eignet sich der Kurs besonders für die Saisonvorbereitung.
In Deutschland waren es weit über 30 Grad, teilweise 37, 38 Grad. Es ist eine unerträgliche Hitze gewesen. Nur an einem Ort in Deutschland war es nicht so warm, nämlich in der Eifel, genauer genommen am Nürburgring. Und wir sind dorthin gefahren Anfang August und haben uns die ADAC GT Masters angeschaut. Und das war nur eins von 5 Rennen, die dort an diesem Tag ausgetragen worden sind. Und schaut euch an, was wir dort alles erlebt haben. Und es war wirklich ein richtig geiler Rennnachmittag, den wir hier erlebt haben. Thank you.
Kommen wir nun zum Thema YouTube und Livestreaming. In der ersten Saison gab es eine Lobby und einen Stream. Da haben wir mehr oder weniger die Party mitgestreamt und leider bietet Assetto Corsa auf der PS4 nur die Möglichkeit, eine Perspektive abzubilden. Und es gibt bessere Möglichkeiten natürlich, das wissen wir, aber uns sind leider die Hände gebunden, sodass wir das für euch Zuschauer deutlich komfortabler machen können. Wir haben aber jetzt in dieser zweiten Saison, die Ende September anfangen wird, haben wir zwei Lobbys und somit brauchen wir zwei Streams, damit ihr natürlich komplett unsere Rennen verfolgen könnt. Das wird von unterschiedlichen Fahrern sichergestellt und wir schauen einfach mal, ob wir mit Party machen oder ob wir mit einem Kommentator aus der Cockpit-Perspektive das lösen. Da ist sich die Rennleitung noch nicht einig. Wahrscheinlich wird es ein Mischmasch aus beidem geben. Und wir hoffen, dass wir euch damit gut unterhalten können. Wir wissen natürlich auch, dass andere Sim-Ligen das deutlich professioneller machen mit zwei Kommentatoren, TV-Kameras und so weiter und so weiter. Aber solange uns das Assetto Corsa auf der PS4 so nicht anbietet, sind wir da nicht in der Lage, euch diese komfortable Live-Übertragung anzubieten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und verfolgt uns trotzdem auf unseren Kanälen. Wir werden diese Kanäle noch bekannt geben und ein bisschen pushen. Der Hauptkanal Mario Jeschke, der wird weiterhin eine Lobby übertragen und diesmal wird es keine Partyübertragung geben, sondern der wird aus seiner Sicht das ganze Rennen aus seiner Cockpit-Sicht kommentieren. Ich hoffe, er macht es spannend und in regelmäßigen Abständen gibt es natürlich weitere Ausgaben von Rookie Racing Sport und da werden wir euch immer den aktuellen Stand der Meisterschaft sagen und euch Ausschnitte aus spannenden Rennen zeigen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, euch einen Einblick in unsere Renn-Community zu geben und euch einen kurzen Status zu zeigen, wo wir gerade stehen. Und wir sind wirklich auf einem ganz tollen Weg. Ich hoffe, es geht weiter so. Die Rennsaison wird mit Hochspannung erwartet und ich bin auch schon relativ aufgeregt, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Gerade was die Teambildung betrifft, ist das doch wieder Neuland, was wir hier betreten. Aber ich denke, wir bewegen uns auf dem richtigen Weg und entwickeln uns stetig voran. Ich darf mich bei euch verabschieden und danke für das freundliche Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auf der Rennstrecke. Ciao!